Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outward. Es hat ist gerade viel vergammelt, habe ich gerade gesehen. Okay. Und ich habe einen Fall nach oben bei meinem Darmproblem. Vielleicht heißt das einfach nur, dass das auf dem Weg der Besserung ist. Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall da hinten zu diesem komischen Berg, oder? Glaube ja. Und ich will immer noch nicht kämpfen. Die Landschaft mag ich übrigens sehr gerne. Das ist schön hell hier. Das gefällt mir. Ich bin eh so ein Fan von hell und ein bisschen bunter. Ich habe auch jetzt Skyrim gemoddet. Das wollte ich nie im Leben machen, aber dann hat Gronkh's gemacht. Dann dachte ich, boah, Skyrim musst du auch nochmal spielen. Jetzt habe ich es selber gemacht. Und ich habe bestimmt 5 Tage gemoddet oder so. Bin wahnsinnig geworden. So. Konfluxgebirge. Wir sind hier. Wir sollten vielleicht auf einer Straße bleiben. Ich glaube. Bleib mal hier und geh dann gleich links irgendwo hoch. Es ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich habe keinen Hunger. Weißt du nicht warum? Warum habe ich keinen Hunger mehr? Warum auch immer. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da hinten sind Bären. Die Bären nehme ich immer mit, weil Ausdauer brauche ich. Zacks. Aber ich frage mich, wo habe ich denn das Rezept gefunden? Warte, hier gibt es aber keine Kategorie. Vielleicht sehe ich das dann auch erst, wenn ich koche, ne? Wahrscheinlich. Irgendwas höre ich da hinten schon wieder. Denen geht's gar nicht gut da drüben. Was ist denn das da oben? Ist das Proviant da oben? Boah, der Typ hat auch voll den fetten Hammer, ne? Den greife ich auch nicht an. Es tut mir leid. Ich glaube, ihr wollt es sehen. Ja, ich weiß es sogar, aber... Boah, das ist auch ein fetter Käfer. Das Problem hier ist halt, was eigentlich auch sehr survivalmäßig und gut ist, was mir trotzdem stinkt. Du siehst halt nicht, wie stark die Leute sind oder die Käfer oder was weiß ich. Und das ist dann halt immer so plus minus, ne? Ach, guck mal, warte mal. Das ist doch dann bestimmt mein Zuhause, oder? Ah, nee. Oder was ist das? Festung. Das sieht so... Ah, nee, das sind die heiligen Sümpfe, ne? Ich glaube ja. Auf zum Berg! Ich bin bereit. Ich weiß, ich muss irgendwo hin, wo irgendeine Fahne ist, oder... Irgendwo lilan ist, glaube ich, ne? Ich sehe hier überall nur pink. So. Ich glaube, unten dieser Fall bedeutet, dass wir auf dem Weg der Besserung sind. Ich hoffe es einfach mal. So, wir müssen jetzt echt hier hin. Das sieht mir irgendwie nicht so aus, als ob wir hier schon gut überleben könnten. Ich nehme mal lieber das hier zur Hand. Oh, ist das schön hier. Voll bunt. Als ob wir gerade so auf dem Trip wären oder so. Ey, ich habe keinen Plan. Vor allen Dingen steht das ja jetzt auch gar nicht in der Quest drin, ne? Wo ich hin muss. Muss man sich dann echt merken. Es war auf jeden Fall irgendwas mit Lila und irgendwas mit Flagge. Unsere Flagge und dahin.
glaube ich, oder? Ich da hoch. Das da? Ja, wo geht's da hin? Banditenlager bestimmt, ne? Ne, da will ich nicht hin. Oh, da will ich auch nicht hin. Geh mal hier hoch. Wobei, ich muss doch irgendwo muss ich doch runter, oder? Oh Mann. Da ist eine Brücke. Aber... Das ist hier bestimmt alles sehr magisch angehaucht, oder? Mit dem Lila und so. Kann ich das mitnehmen? Oh ja. Turm. Turmip. Ah, das ist. Ja, okay. Mana-Wiederherstellung. Ah, alles klar. Das sieht mir hier sehr magisch alles aus, du. Hier muss ich bestimmt sein. Da ist eine Flagge. Ah, die Flagge. Die meinten die doch, oder? Da muss ich rein, oder? Ja. Zack, rein da. Der blaue Pfad. Gegner lassen sich erfassen. Du kannst sie dann besser ins Visier nehmen, insbesondere mit Fernkampfwaffen oder Fähigkeiten. Das war, glaube ich, mit Tab. Okay. Ich muss mich anstrengen. Rucksack wegschmeißen, wenn wir kämpfen. Ich will aber nicht kämpfen. Schon arschdunkel hier, ne? Also ich sehe auch echt nicht viel. Oh. Achso. Hallo. Wache vom Konfluxgebirge. Den habe ich ja fast gar nicht gesehen. Wie kann ich dir helfen? Willkommen, dies ist der Pfad zur heiligen Linie der Halbinsel, der vom Kollektiv der Blauen Kammer bewahrt wird. Wenn du auf der Suche nach der Macht der Magie bist, schlage dich bis zum Ende durch und sprich mit dem Wächter im Herzen des Berges. Ist das gefährlich? Ja. Ja, das ist es. Der Weg vor dir ist ein Labyrinth, in dem man sich leicht verirren kann. Aber es gibt Zeichen... Ach du Scheiße. Es gibt Zeichen, die dir den Weg zeigen sollen. Diejenigen, die der Weisheit der Ahnen der Blauen Kammer Beachtung schenken, werden sich in diesen Hallen mühelos zurechtfinden. Was ist hier los? Darüber hinaus sind zahlreiche Troglodyten hier beheimatet. Viele von ihnen haben sich Mana-Steine einverleibt und wurden so zu Schamanen ihrer Art. Sei auf der Hut. Also, wir brauchen Orientierung und wir müssen kämpfen. Das ist scheiße. Oh Mann. Ich weiß halt auch nicht, ob ich mit dieser Waffe hier umgehen kann, ne? Und speichern geht hier nicht. Okay, ich muss auf irgendwas achten. Vielleicht einfach auf die Wimpel hier oder auf diese. Die einfach hier lang. Wo die, Oh my goodness! Oh nein, mein erster Kampf. Ich habe Angst. Ah, warte. Weg damit.
Aber warte mal. Ich muss mich verbinden. Aber er ist platt. Sehr gut. Okay. Erstmal wieder meinen Rucksack nehmen. Und plündern. Nehmen wir mit. Ich hab den Betrieb, Leute. Geil. Hab ich's aufgenommen? Ja, Gott sei Dank, ey. Okay. Ich glaube, hier muss ich dann auch lang, nicht? Man sieht gar nichts. Oh, öffne. Schundhaufen. Oha. Astraltrank. Trank, der sofort etwas Mana wiederherstellt. Nehmen wir mal mit. Axt nehmen wir nicht mit. Wir haben nicht so viel Platz. Wir brauchen irgendwann einen größeren Rucksack, aber... Okay, jetzt bin ich ja verwirrt. Wo soll ich denn lang hier? Oh nein. Der ist ja voll easy, Leute. Geil. Oh Mann. Läuft. B. Ups. Krass. Da haben wir ja gerade eben voll den Fetten erledigt. Was ist das denn? Blutpilz. Eigenartiger Fliegenpilz, der roh verspeist, zu Kopfschmerzen führt. Jedoch als Zutat für Gesundheit wiederherstellende Experimente dient. Ja, nehmen wir mit. Ja. Bald richtig... Bald wird richtig steil gekocht hier. Ich glaube, die Waffe ist auch echt ganz gut. Ich gehe mal runter. Aha. Mana scheint abzubauen. Spitzhacke habe ich da... Ah ne, die habe ich verkauft, aber ich... Ach guck mal, hier ist so ein Wimpel. Ah, ich muss natürlich da lang. Ey, Kacke! Okay. Ach ne, hä? Ich kann da gar nicht lang, oder was? Komm ich da nicht hin? Ich komm da gar nicht hin, Leute. Huch! Oh, was macht der da? Kommen die jetzt von irgendeiner anderen Richtung? Hä? Ach, dann muss ich das hier abbauen, oder was? Um da durchzukommen. Aber ich habe keine dabei, ne? Ups. Ne, Schitte. Aber das... Ey, das... Ich habe gerade irgendwas genommen. Ach so, ja, verbannt. Das ist halt ein bisschen doof. Ich komme hier automatisch aus Versehen... Immer auf Q und R. Kommen wir nicht durch. Kann ich eine Spitzhacke bauen? Man konnte doch hier irgendwie... Nee. Ja, Scheißendreck. Hätte ich jetzt eine Spitzhacke benötigt, oder was? Hier muss ich bestimmt hin, oder? Bestimmt finde ich irgendwo eine Spitzhacke noch, wa? Junge, Junge. Boah, das Schlimme ist einfach diese Angst, dass man einfach stirbt, weil die einfach stark sind. Sternpilz. Was kann man damit machen? Was macht der? Uns ist übrigens immer noch schlecht, verdammt. Himmlischer Fliegenpilz, der Mana wiederherstellt und als Zutat für Magie wiederherstellende Elixiere dient. Boah.
Oh, ist das nicht da, wo ich eben war? Oder? Oh Gott. Ich habe Angst. Ich will nicht mit denen kämpfen. Ich mache mal die Lampe aus, weil gleich habe ich kein Öl mehr und ich weiß noch gar nicht, wie man es nachlädt. Ich muss natürlich da lang. Boah, ich würde so gerne jetzt einfach speichern, aber das geht nicht. Ich lasse meinen Rucksack hier liegen. Wie ein Pro. Hä? War denn nicht hier? Ich höre was. Ich höre irgendwas. Ach, da oben ist übrigens mein Rucksack. Vielen Dank auch an meinen lieben Zuschauer. Da ist einer. Oh oh. Oh oh. Ey, der liegt da oben so blöd auf. Was soll das? Was ist denn da jetzt schon wieder passiert, ey? Da ist doch nichts passiert, dass ich jetzt hätte umfallen können, oder? Das meine ich. Das macht eigentlich voll Spaß, das Spiel. Aber jetzt, warum bin ich denn jetzt umgekippt? Schmerzen nehmen deinen Körper, als du verletzt aufwachst. Deine Gegner ließen sich einfach zurück, sind aber noch in der Nähe verzweifelt. Und mit größter Kraftanstrengung gelingt es dir, dich zurück zum Palasteingang zu schleppen, wo du erneut ohnmächtig zusammenbrichst. Erst Stunden später kommst du wieder zu Bewusstsein. Du bist fix und fertig, aber du lebst. Deine Narben sind Zeugen deines Leichtsinns. Du schwörst, in Zukunft besser auf Gefahren vorbereitet zu sein. Ich bin doch vorbereitet! Was ist das denn hier? Oh Mann, ey. Okay, aber respawnen die auch wieder? Vielleicht hatte ich auch nicht so viel Leben, ich weiß es nicht. Ich krieg das gar nicht so gut mit. Oh, ich glaube, die respawnen wieder, ne? Oh nein, ich hab den Rucksack nicht ausgezogen. Okay. Okay, da liegt zumindest noch einer, den ich schon mal getötet habe. Das ist schon mal gut. Okay. Okay. Okay, warte mal. Ich nehme hier nochmal so eine Bandage. Okay. Hungerstill. Oh, jetzt habe ich wenigstens keine Magenschmerzen mehr. So, was ist das für ein Stab? Ja, ja, ja. Wo ist, ach, da hinten liegt mein Rucksack. B. Okay. Mal kurz gucken. Der Stab. Ui, ein Schaden, 6, 6, also ist das so ein Magierstab, ne? Ja, den kann ich aber noch nicht gebrauchen, weg damit. Da vorne lief wieder einer, oder? Mein Gott. Oha. Oh Mann, ich muss mal diese Beeren essen, ne? Okay. Schau ich noch, oder? Schau ich noch. Leute, schau ich noch. Oh, ja, Mann!
Mana, meine Güte, Freunde, was sagt denn jetzt zu diesen tollen Erlebnissen hier mit mir? Ich freue mich. Aber ich muss auf jeden Fall mal, warte mal, meinen Rucksack wieder nehmen. Bäh. Boah, ich würde gern alles mitnehmen und verticken, ne? Aber das geht nicht. Wenn ich denn etwas Neues herstellen wollen würde. Ach, guck mal, kann ich direkt. Excuse-moi. Ja, sehr schön. Also Leintücher müssen wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Alter, wie viele kommen denn hier? Oh, die sind ja easy. Das sind aber viele hier, ne? Ich hätte auch schon wieder da hinten irgendwo einen. So, warte. Ich esse jetzt erstmal eine Beere. Und nehme nochmal einen Verband. So. Und vielleicht nehme ich auch nochmal... Ich habe doch irgendwas mit Wucht hier. Warte. Aber davon habe ich nicht so viel, ne? Giftiger Samen, der röstet Gifte, bla bla bla, will ich jetzt nicht. Ach, Wucht brauche ich noch nicht. Ich bin super stark. Okay. Nee, hier ging's gar nicht weiter. Achso, hier war nur die Axt. Ja, liebe Freunde, es ist ja schon wieder ein bisschen Zeit hier vergangen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen doch, dass ich dann endlich Magier werde. Sehe es noch nicht, aber ich gebe mir Mühe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!